Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer Info oder ein Info-Video über die Änderungen der Spielmechanik und die Änderungen an bestimmten Schiffen. Und das kann ein bisschen umfangreicher werden, deswegen, wenn ihr euch das anseht, lasst euch Zeit. Ich werde immer hinten ein Beispielschiff mit reinnehmen, wenn ich gerade über dieses Schiff spreche oder über die Reihe oder eben über die Schlachtschiffe, die geändert werden. Und wir beginnen, wie ihr seht, mit der Bayern. Aber nicht nur mit der Bayern, sondern mit allen deutschen Schlachtschiffen, die unter Tier 6 sind. Nassau, Kaiser, König, König Albert und Bayern. Denn wir bekommen hier für die 150mm Geschütze eine Erhöhung des Schadens. Also Schaden 1800, Brandwahrscheinlichkeit ist 10% und Panzerdurchschlag der HE ist ab sofort ein Viertel des Kalibers, höhere Penetrationsleistung. Ebenfalls in den Änderungen ist die Giulio Cesare, die Sekundärbatteriegeschütze der Kaliber 120mm, bekommen 1700 Schaden, eine Brandwahrscheinlichkeit von 7% und mit einem Panzerungsdurchschlag von italienisch üblichen 1/6 des Kalibers. Die Roma hat ähnliche Werte für die 152mm, wir bekommen hier Schaden von 2100, einer Brandwahrscheinlichkeit von 7000 und einem Panzerungsdurchschlag von 1/6 des Kalibers. Natürlich, wenn ich sage Schaden, meine ich immer den HE-Alpha-Schaden, hier wie gesagt 2100 Trefferpunkte. Man glaubt es zwar kaum, aber auch die Nelson hat Sekundärbatteriegeschütze. Das 152mm Kaliber hat einen Schaden von 2150, 9% Brandwahrscheinlichkeit und 1/6 des Kalibers. Penetrationsleistung. Izumo, Yamato und Musashi bekommen für das Sekundärbatteriegeschütz 155mm 2600 Schaden, 10% Brandwahrscheinlichkeit und 1/6 des Kalibers. Ist natürlich die Frage, lohnt sich hier eine Yamato immer noch auf Nahkampf zu spielen, trotz der geringen Turmdrehzeit oder der schwachen Turmdrehzeit? Ich glaube dann eher weniger. Alle anderen japanischen Schlachtschiffe wie Ishizuki, Kawachi, Myogi, Fuso, Kongo, die ARB Kongers, die ARB Kirishima, die ARB Haruna und die ARB Hiei, also quasi alle ARB Kongers, bekommen für die 152mm Sekundärbatteriegeschütze 2500 Schaden Alpha, Brandwahrscheinlichkeit 9% und ein Sechstel des Kalibers. Ausnahmen gibt es immer und die Ausnahmen sind hier die Mutsu, die Ashitaka, die Nagato, die Amagi und die Ki, denn die bekommen für die 140mm Sekundärbatteriegeschütze einen Schaden von 2400, einer Brandwahrscheinlichkeit von 10%, ebenfalls mit 1/6 des Kalibers. Kommen wir nun zu den Kreuzern. Die 203mm Hauptbatteriegeschütze vieler japanischer Kreuzer, und damit meine ich Furutaka, Aoba, Miyoko, Mogami, Ibuki, Atago, die ARP Miyoko, die ARP Ashigara, also quasi alle ARP Miyokos. Dazu fallen sind auch die Southern Dragon, die Eastern Dragon und die ARP Nahi und die Takao, natürlich das die Atago, erhalten eine höhere Genauigkeit als der Kreuzer Sao. Das bedeutet, ja, alle profitieren davon, nur eben die Sao nicht. Zusätzlich dazu bekommt der Kreuzer Chikuma bei den Sprenggranaten der Hauptgeschütze einen geringeren Schaden, 2500 ist es nun, eine Brandwahrscheinlichkeit von 13 auf 9 und eine Ladezeit der Hauptbatterie von 12 auf 11,5 Sekunden. Die Ibuki hier im Speziellen bekommt eine Ladezeit von 13,7 Sekunden, 15 waren es vorher. Als Beispielschiff sehen wir hier die ARB Ashigara, die bekommt zusätzlich zum normalen Miyoko die Haguro, die ARP Miyoko, die Southern Dragon, die Eastern Dragon und die ARP Nahi eben wie die hier eine bessere Turmdrehgeschwindigkeit von 4 auf 5 Grad pro Sekunde. Das ist natürlich geil, wie wir wissen haben die japanischen Schiffe immer mit schlechter Turmdrehrate zu kämpfen. Das wird jetzt ein kleines bisschen besser. Nach den Kreuzern sind natürlich auch die Zerstörer dran. Der ganze japanische Baum wurde ein kleines bisschen angepasst, ein kleines bisschen überholt. Wir haben jetzt bei den japanischen Zerstörern Atsuharu, Fubuki, Shiratsuyu, Akizuki, Kagero, Yugumo, Shimakaze, Shinonome, Asashio und ISF Harikaze Sprenggranatenschaden von 1800 auf 2150 erhöht und Brandwahrscheinlichkeit von 7 auf 9% erhöht. Was das jetzt nun für, ich glaube, die 100mm der Harikaze nicht gilt, da bin ich mir aber nicht sicher, es steht nicht so in den Patch Notes. Wäre aber schlimm, wenn wir denselben Schaden hätten. Aber ich glaube, wir reden hier von den normalen Kagero-Kanonen in diesem Fall. Da ich keine Buffalo habe, muss es hier die Cleveland tun. Hier wird die Hauptbatterie-Nachladezeit von 13 auf 12 Sekunden reduziert, weil die Buffalo anscheinend hinter den Statistiken der anderen Kreuzer zurückblieb. Ist halt ein schwerer Kreuzer.
Ich hab die leider nicht, bin da nicht. Geh ich auch nicht mehr hin. Der Moin steht schon im Hafen. Bam. Die Rohen und die Hindenburg, zwei prächtige Kreuzer, wobei das Tier 10 Schiff natürlich allen voran steht, bekommen mehr Ladungen für die Reparaturmannschaft. Standard von 2 auf 3, beziehungsweise Prämienverbrauchsgut von 3 auf 4. Nun ist die Frage, ist Inspekteur dann immer noch brauchbar? Ja, mit Sicherheit, aber ist er dann noch notwendig? Ja, mal schauen. Die Cossack wurde verändert und bekommt gnadenlos gute 66 Sekunden Nachladezeit der Torpedos von ehemals 96. Nun könnten auch diese Torpedos durchaus was bringen. Außerdem wurde die Turmdrehgeschwindigkeit von 10 auf 20 Grad pro Sekunde erhöht. Da bin ich mal gespannt, was das an der Gefechtsperformance ändern kann. Auch die Chapayev wurde verändert, hier wurde vor allem bei Rumpf A gearbeitet, es wurde die Flak erhöht. Dafür wurde die Möglichkeit genommen, ein Aufklärungsflugzeug bei der Chapayev mitzunehmen. Bedeutet, ja, ihr wisst, was das bedeutet, weniger Reichweite. Auch die Dimitri Donskoi wurde überarbeitet, ein Schiff, das ich noch im Hafen habe, aber nicht mehr fahre aufgrund der schlechten Feuerwinkel, die dieses Schiff hatte. Nun, den ist jetzt nicht mehr so anscheinend, denn die Feuerwinkel wurden jetzt erhöht, es lässt sich das Schiff, glaube ich, generell ein bisschen besser spielen. Somit wäre es wieder eine Option auf der neuen mit den 180 mm. Stellvertretend für die Yu Yang, die am meisten oder am schlimmsten von den Änderungen betroffen ist, das Schiff, das ihr jetzt wahrscheinlich in den Zufallsgefechten den Rang ablaufen wird, wobei die Gearing generell nie schlecht war. Die Yu Yang bekommt eine höhere Ladezeit der Hauptbatterie von 3 auf 4 Sekunden, was bedeutet, eine Sekunde mehr sind 25% mehr. Außerdem brauchen die Torpedos 20 Sekunden länger zum Nachladen. Das sind natürlich einschlägige Eingriffe in ein Schiff, vor allem im Zufallsgefecht. Im Klangefecht sollte sie davon weniger betroffen sein. Das Wichtigste, was sie dort macht, ist dank dem Concealment und dem Radar spotten und scouten. Und das kann sie weiterhin. Nun muss sie jetzt besser aufpassen, wenn sie gegen eine Gearing antritt. Und sie darf sich nicht erwischen lassen. Eine Sekunde mehr Reload, das ist einiges. Zudem wurde für alle Schlachtschiffe die Panzerschutz, also der Wulst für die Torpedos, standardisiert. Nun ist die Torpedowulst überall gleich dick wie die Bug- oder die Achterpanzerung. Das sollte die Widerstandskraft gegen AP-Granaten durch Querschläger geringfügig verbessern und nicht wie vorher einmal angemerkt auf dem Deathblock diese AP, die ganzen Panzerungsmechaniken immer 10% quasi umgebaut. Das wurde anscheinend fallen gelassen, wie wir hier jetzt lesen können beim Update. Da bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Etwas, was noch weiter unten steht in den Patch Notes, ist, dass die standardmäßige Erkennbarkeit der Miyogi von 16,5 auf 15,1 km reduziert wurde. Das bedeutet natürlich, ja, besserer Tarnwert. Und das Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel wurde von 14,5 auf 13,1 verändert. Zusätzlich dazu natürlich auch die Erkennbarkeit aus der Luft von 7,2 auf 9,23. Es sind Veränderungen im Sinne von 1,5 km, was das Concealment betrifft. Danach nochmal 10%, also 1,5 abrechnen, kommen wir auf einen relativ angenehmen Tarnwert. Zusätzlich zu den anderen Verbesserungen ist die Miyoko vielleicht kein schlechtes Schiff mehr, um auf Tier 7 ein bisschen Randale zu machen, aber es kommt ja auch ein Premium. Bin mal gespannt, oder? War es Tier 5? War es Tier 7? Mal schauen. Ich danke fürs Zusehen und verabschiede mich hier mit der Massachusetts Black aus diesem Video. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.